Wir sind zu Gast bei Charlotte Maria Schürmann in Gerde, ihrem Heimatort, im Norden des Landkreises Osnabrück. Ihr Simsalabim ist 5 Jahre jung. Einfache Wechsel stehen auf dem Programm. Dazu hat sie ihren Trainer Oliver Ulrich eingeladen. Dem ist in der Arbeit mit jungen Pferden vor allem eines wichtig. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man erstmal Zeit mitbringt, dass das Pferd nicht überfallen wird, sondern dass man wirklich das Pferd jeden Tag wieder neu reinhorcht. Ob es an dem Tag auch wirklich, ich sag mal, gut drauf ist, dass man mit dem Pferd wirklich trainiert. Man hat auch mal Tage, wo man einfach nur mit dem Pferd, ich sag mal, eher leichte Arbeit macht, nur gymnastizierende Arbeit macht. Dann kommen wieder die Tage, wo das Pferd was lernen sollte, wo auch ein bisschen strenger gearbeitet werden muss. Wo man auch mal, ich sag mal, an Grenzen rangeht von der Belastbarkeit, aber immer wieder im Kopf haben, dass man Pausen macht und dann wirklich durch die Zeit, die man dann auch wirklich im Kopf hat, die man sich auch selber einteilt, dass das Pferd wirklich genügend Ruhe findet, um die Lektion auch zu verarbeiten und zu lernen. Und wichtig ist immer, wenn ein Problem auftaucht, lieber immer 2 Schritte rückwärts gehen, dann wieder alles, die Basisarbeit quasi wieder erneuern und wieder sicherstellen und dann wieder an die neuen Aufgabenstellungen herangehen. So, hier haben wir im Training jetzt eine 5-jährige Stute, die sich dieses Jahr schon in die Klasse L herangearbeitet hat. Und an ihr wollen wir heute noch mal so ein bisschen erstmal die grundsätzliche lösende und gymnastizierende Arbeit in der Aufwärmphase demonstrieren und dann nachher im weiteren Verlauf in der Arbeitsphase dann noch einmal an die einfachen Galoppwechsel herangehen, was auch letztendlich dann nachher eine vorbereitende Lektion auch für die fliegenden Wechsel darstellt. Schön im Tempo, Hals ist auch gut. Kannst du ruhig noch mal ein bisschen tiefer, noch mal ein bisschen länger lassen. So, genau. Ne, ruhig noch mal so eine Idee tiefer. So, und dann haben wir jetzt ein ganz schönes Schwingen hier im Trab. So, das ist gut. Mehr muss sie noch gar nicht traben. Ne? Nur, dass sie so schön durch den Körper durchschwingt, so schön durcharbeitet. Jawohl, sehr gut. Dann immer so innerlich so eine ganz kleine Idee Schulter vorreiten wollen. Die Schultervorarbeit, die machen wir mal dafür, dass das Pferd nochmal von Anfang an schon lernt, mit dem inneren Hinterbein auch wirklich tragend zu arbeiten. Das innere Hinterbein ist das Tragen in der Trabarbeit. Und da versuchen wir es immer so ein bisschen eine Idee zwischen die beiden Vorderbeine zu arbeiten im Schultervor, dass es dann gezwungen wird, im Grunde nochmal ein bisschen mehr Last aufzunehmen und es dadurch zu kräftigen. Wichtig ist in dieser lösenden Arbeit, dass das Pferd im Grunde ein bisschen wie so eine Ziehharmonika gearbeitet wird. Man schließt es von hinten ran, auch so wie jetzt sehen wir, dann wird es auch vielleicht mal für den Moment eine ganz kleine Idee enger, aber daraus muss es sich dann auch wieder an die Hand ranlehnen und deutlich die Nase wieder vor die Senkrechte nehmen. So, und dann lässt du daraus jetzt wieder so ein bisschen länger, nochmal wieder ein bisschen mehr dehnen lassen wollen. So ist es prima. Gut. So, ruhig nochmal ein bisschen strenger mit der rechten Ganasche da arbeiten. Das heißt, dass wir immer nochmal wieder versuchen, den Hals gar nicht zu viel abzustellen, aber das Pferd in der Ganasche zu lösen, dass der Kopf so ein bisschen mehr nach rechts geht. Jetzt sehen wir das hier, dass das Pferd sich da noch so ein bisschen gegendrückt mit der rechten Seite. So, dann musst du noch mal wieder mehr an den äußeren Hilfen arbeiten. Äußere Züge, genau, das war jetzt gut. Jetzt hat sie den äußeren Züge mehr dazu genommen und dann hat sie auch gleich die Ganasche lösen können. Das Pferd hat da nachgegeben. So ist prima, gut. So, dann können wir gleich ruhig mal in Ruhe schon mal angaloppieren, Charlotte, ne? So, gut gemacht, schön auf sie warten. So, die Stute hat wirklich einen sehr ehrgeizigen, kernigen Grundgalopp, wo wir immer versuchen müssen, dass wir genügend Länge in den Galoppsprung bekommen, gerade zu Beginn. Bevor wir anfangen zu versammeln, ist es wichtig, dass das Pferd wirklich durchgaloppiert. So, und jetzt kannst du immer schon mal so ein bisschen nach vorne denken, ne, dass wir so ein bisschen kernig am Schenkel nach vorne reiten. Genau, so, den Hals so schön lassen und jetzt nur ein bisschen längere Galoppsprünge an der langen Seite auch ruhig mal reiten wollen. Nochmal ein bisschen am Schenkel fordern, so. Und dass wir wirklich sehen, dass der Galoppsprung größer wird. Ne? Das ist beim Vorwärtsgaloppieren, soll der Galoppsprung nicht hektischer werden, sondern wirklich nur größer im Durchsprung, deutlicher gefordert werden. So, sehr gut jetzt. Gut hast du das. So, jetzt hast du auch schon schön gleichmäßig den Galopp. Ne? Gut. So, ist prima. Gut. Gut, Tempo bleibt. Dann in Ruhe den Übergang. Schön auf der Linie bleiben, mit der Schulter links gleich wieder ein bisschen arbeiten. So, dass ich da auch wirklich balancieren muss. Gut. So, das war jetzt auch wieder ein schönes, direktes Angaloppieren. So, jawohl. Gut. So, und jetzt kannst du ruhig so einen kleinen Tucken schon mal mehr fordern. So, gleich lange Seite ruhig einmal zulegen.
Wichtig ist immer bei so einem jungen Pferd, dass man so diese Natürlichkeit mitnimmt und diese Gehfreude, die die Stute jetzt hier so schon schön zeigt. Dass das auch nachher in der Arbeitsphase darf das Pferd nie so aussehen, als wenn es anstrengend ist, dass es für das Pferd zu viel wird. Da müssen wir immer wieder sehen, dass wir da Pausen einlegen. So ist prima. Jetzt hast du das sehr gut in der Haltung. Ganz gut. So, wieder fordern. So, dann können wir gleich den Übergang zum Trab. So, nicht zu schnell, ein ganz bisschen ruhiger traben, dass so eine Idee noch mehr zum Schwingen kommt. So, das ist viel schöner jetzt. Das ist so das, was dieses Pferd auszeichnet, dass es unheimlich fleißig ist, eine sehr gute Mechanik hat, aber die Mechanik muss ein bisschen ruhiger im Ablauf sein, damit man das Schwingen dann auch nochmal schöner, deutlicher herausarbeiten kann. So ist das sehr gut mit dem Schritt. Jetzt haben wir schön gleich deutliches, großes Schreiten. Und das macht es jetzt auch gut, dass das Pferd so an die Anlehnung rangeht. Dass der Zügel nicht schlackert, sondern dass er wirklich so in beide Zügel reinziehen muss. Gut. So ist prima. Für mich ist immer wichtig in der Lösungsphase, dass es wirklich ein Aufwärmen ist. Dass es nicht so ein Dahinlaufen ist, sondern dass das Pferd von Anfang an so ein bisschen dynamisch durch den Körper schwingt. Aber ich sag mal, ich vergleiche es immer wie mit einer Ziehharmonika. Man hat so Anspannungs- und Entspannungsphasen. Und dass das Pferd dadurch wirklich gymnastiziert wird und sich wirklich aufwärmt in den ganzen Gelenken, in der Längsbiegung und diesen ganzen Sachen schon mal wirklich gymnastiziert und gearbeitet wird. Und am Ende soll das Pferd wirklich so sehr losgelassen sein. Das sieht man dann am Ohrenspiel, am Schweifpendeln, wie der Rücken arbeitet. Dass man wirklich so ein zufriedenes Pferd hat, bevor man in die Arbeitsphase wirklich auch reinkommt. Gut, so, das Tempo erstmal so lassen, gar nicht schneller reiten. So, dass es so schön ruhig schwingt, tief sitzen wollen. So, und dann versuchen wir jetzt erstmal so ein bisschen ruhiger, nochmal gleichmäßiger die Anlehnung zu reiten, dass dann beide Züge gleichmäßig rangeht. So, genau. Diese Stute ist mit einer schönen, natürlichen Grundaufrichtung ausgestattet. Und gerade bei so einem jungen Pferd ist immer wichtig, dass ich diese Oberlinie erst noch mal ein bisschen mehr entspanne. Jetzt versuche ich das Ganze ruhig noch mal ein bisschen tiefer, aber länger im Hals zu bekommen. Genau. So, noch mal ruhiger traben, sitzen, das Schwingen noch mal reiten wollen. Einmal anfühlen am Schenkel, dass sie an die Hand ranarbeitet. Wichtig ist immer, dass man aus diesem Ranarbeiten aus der Hand, aus dieser Anspannungsphase, nachher auch wieder so eine Entspannungsphase bekommt. So, genau, wie wir es jetzt machen. Und dann langsam wieder länger lassen wollen. So, das wird jetzt schöner. Und dann den Hals aber wieder länger lassen wollen, Charlotte. Dass wir da immer wieder dran denken, dass wir aus dieser Phase raus den Hals länger bekommen. Das muss sie lernen. Und dafür braucht sie einfach Kraft im Rücken, dass sie das auch nach aus dem Rücken raus wirklich tragen kann. Und dann machen wir mal ein paar Übergänge. Trab, Galopp. So, schön bei dir haben. Gut gemacht. Das war sehr gut, der Übergang. So, und jetzt im Galopp, im Tempo immer schon mal ein bisschen mehr Galoppsprung fordern. Gar nicht schneller werden, nicht schneller werden. Nur mal ein bisschen noch mehr Energie verlangen wollen, dass das Pferd noch ein bisschen pfiffiger galoppiert. So, gut, gut. So, jetzt haben wir einen schönen Durchsprung. Das Pferd trägt sich. Gut. So, und jetzt reitet sie wieder ran an beide Zügel. Anlehnung ist jetzt ganz prima so. So, das ist auch eine schöne Arbeitshaltung für so ein junges Pferd jetzt. Sie darf gar nicht höher. Für die Prüfung, für die Aufgabe müssten wir das jetzt noch mal eine halbe Handbreite höher mit der Nase vor. Das werden wir gleich am Ende noch mal demonstrieren. So, und dann denken wir auch immer wieder dran, dass wir sie ganz gerade halten, an den äußeren Hilfen. So, prima. Gut, jetzt ruhig noch mal wieder ranarbeiten, noch mal ein bisschen aufnehmen. Und dann wollen wir gleich mal gucken, dass wir gleich mal so einen Übergang zum Schritt mal vorbereiten. Eine Schrittparade als Hinführung zu dem einfachen Wechsel. So, wieder aufnehmen, rantreiben, rantreiben. Immer so zwei, drei Galoppsprünge, ein bisschen energischer aufnehmen. Genau, und weiterreiten, weiterreiten, weiterreiten. So, das war schon gar nicht so schlecht jetzt für das Pferd. Wichtig ist ja immer so, dass wir erst nochmal dies Tragen haben. Das Angaloppieren war gut so. Eine kleine Idee, mehr nach vorne denken. So, jetzt wollen wir vor der Schrittparade einmal nochmal das Ganze so ein bisschen versammelter galoppieren. Jetzt treibst du mal ran, nimmst du ein bisschen mehr auf. So, kleiner wenn, rantreiben, rantreiben, genau, weiter, weiter, wieder nach vorne denken, genau. So, da war ja genau die Stelle, wo sie noch ein bisschen einiger sein müssen, wo das Pferd wirklich durcharbeiten muss, durch die Hand und nicht an der Zügelhilfe so bremsen darf. Wichtig ist immer, dass die treibenden Hilfen vorherrschen. Jetzt rantreiben, rantreiben, das Vorwärtsfühlen, das Vorwärtsfühlen. So, und jetzt nehmen wir sie langsam auf. Gut, schon viel besser. Und weiter treiben, weiter treiben. Ein erster Schritt ist getan. Wie sich Simsalabim weiter zeigt, sehen Sie in Teil 2 der Trainingseinheit zum Thema Einfache Wechsel mit Charlotte Maria Schirmann und Oliver Oelrich.